Ja. Ja, passt, oder? Passt. Nee, bitte nicht. Du darfst nichts sagen jetzt, Hund. Herzlich willkommen, neues Video von Savage Scooter. Heute sitzt neben mir der Carsten. Der Carsten ist der Eigentümer von Vesporus. Vesporus ist ein Roller, das ist eine PX 200er gewesen? 200er, richtig. PX 200er gewesen. Baujahr? 85. 1985. Das heißt, eintragungstechnisch hier noch alles im grünen Bereich. Ich blende euch jetzt mal ein Bild ein, wie die aussah, als Carsten die gekauft hat. So sah die aus, oder aber nicht lange. Also so sah die aus, aber nicht lange. Und dann hat Carsten sich entschlossen, die umzubauen. In diesen Umbauprozess war ich ein bisschen involviert. Wir haben eine ganze Menge gemeinsam an dem Moped gemacht. Carsten hat aber auch eine ganze Menge alleine gemacht. Das stellen wir euch jetzt mal alles im Detail vor. Ähnlich wie damals beim Video von Knut, fangen wir vorne an. Carsten, du kannst mal am besten erzählen, was wir vorne an der Vorderachse alles gemacht haben. Vorderachse fängt an mit verkürzter Gabel, 6 cm tiefer. Dann vernünftige BGM-Stoßdämpfer, PK-Modell für die gekürzte Gabel. Aber das ist ein BGM-Sport, ne? Das BGM-Sport, ist Sport, richtig. Ist nicht der Competition. Also nicht das Competition, genau. Genau. Ortstoßdämpfer, richtig. Und dementsprechend haben wir, weil wir schon eine entsprechende Leistung im Kopf hatten, haben wir, oder habe ich dann die auf Scheibenbremse umgebaut, weil die Trommel, da merkt man ziemlich schnell, das geht noch nicht mal am Neste, sondern einfach die Bremswirkung mit schlagartigen Bremsen ist da nicht mehr viel. Und da muss man einfach gucken, wenn man den Anker schmeißen muss, dann muss die Karre relativ schnell stehen. Genau. Das Interessante am Sportdämpfer ist noch, ihr könnt den Sportdämpfer auch noch quasi wie ein Gewindefahrwerk in der Höhe verstellen, sodass ihr da noch den einen oder anderen Zentimeter holen könnt. Was wir zur Vorderachse allerdings noch sagen müssen, die ist um 6 cm gekürzt. Dann haben wir noch oben im Kotflügel den S&S Adapter-Kit für eine 20 mm weitere, 20 mm Tieferlegung noch versehen. Das heißt, ihr müsst dann, ich zeige euch das, blende euch das ein, ihr müsst dann noch ein Loch bohren im Kotflügel, damit die Schraube vom Stoßdämpfer dann nach oben raus auch durchgucken kann. Das heißt, alles in allem haben wir hier ungefähr
Was für ein Vorderreifen hast du drauf? Den ganz normal. Also 3,5er, 10 Zoll. Genau. Alles in allem sind wir hier ungefähr 6 bis 8 cm tiefer als der Standard. Ja? Was natürlich den Schwerpunkt entsprechend nach vorne verlagert und entsprechend den Nachlauf auch ein bisschen verändert. Wobei, wenn ihr darauf achtet, dass ihr nur 6 cm rausnehmt und den Schwingwinkel nicht entsprechend großartig verändert, also ihn flacher macht, dann bleibt das mit dem Nachlauf auch noch ein bisschen besser fahrbar. Ja, dann haben wir, was haben wir für einen Bremssattel drauf? Bremssattel ist von GS, Grand Sport Bremssattel, sehr gute Wirkung, Doppelkolbenanlage, Spiegler, Bremsleitung und oben eine Bremspumpe von... Piaggio Original, ne? Ja, Original gibt es ja nicht mit... von dem Hengtong. Hengtong, genau. Hengtong, also Bremspumpe genau. Hengtong. Genau. Allerdings ist hier auch noch ein Bremslichtschalter mit integriert. Richtig. Ne? Der eine oder andere, fällt mir apropos Bremslichtschalter, der eine oder andere hat dich bestimmt schon tausendmal gefragt, was du da für ein interessantes Rücklicht verbaut hast. Ja. Also wir springen quasi von der Front jetzt mal ganz kurz ans Heck, einfach nur, um euch da mal abzuholen. Da ist ein Rücklicht einer XT verbaut. Ne? Genau, XT600, mein erstes großes Motorrad, was ich hatte, ein ganz anderes Baujahr, aber das Vorteil an der Lampe ist und an dem Lämpchen ist halt, der Winkel passte ideal zum Kotflügel hinten. Und man muss es nur entsprechend kürzen, damit es einigermaßen harmonisch aussieht und nicht wie so ein langes Gestell nach hinten raus. Mhm. Ist entsprechend gekürzt, funktioniert aber frei. Man muss ein bisschen am Blech arbeiten, muss man dazu sagen. Ist nicht einfach Plug and Play, wie so vieles an dem Moped. Aber dafür sieht es auch richtig gut aus und hat halt nicht jeder. Eigentlich keiner. Genau. Deswegen wirst du auch genauso oft drauf angesprochen. Also es ist schon ein bisschen Arbeit, das Ganze anzupassen. Wenn wir dann weiter hochgehen vorne, dann kommen wir in den Bereich des Lenkers oben. Da ist der normale Lusso-Lenker verbaut, sehe ich gerade. Was hast du für einen interessanten Spiegel hier dran? Spiegel wollte ich halt was Feines haben, was nicht vibriert, möglichst starr ist und trotzdem am Arm vorbeigeht. Das ist nicht ganz einfach. Ich wollte auch keine Geweihlösung haben, wie bei BX oft gesehen, aber auch nicht so ein kleines Sportding, was halt nur den Unterarm zeigt. Ja. Da kann er noch so schmal sein, man kann nicht dran vorbeigucken. Deswegen habe ich mir eine eigene Lösung genommen, beziehungsweise Spiegelhalter von Scooter Center, entsprechende Verlängerung obendrauf und dann vom Moto Gadget halt einen schönen Spiegel dabei. Der vibriert nicht, da sieht man alles drin. Perfekt. Tacho, sehe ich gerade, ist ein elektronischer. Elektronischer von einer Firma mit 3 Buchstaben. Es gibt nicht viel elektronische Tachos auf dem Markt, deswegen habe ich den hier genommen. Der funktioniert soweit gut, der hat ein paar weniger Funktionen, als ich eigentlich brauche, weil Tankanzeige, da muss ich ein bisschen improvisieren. Das liegt aber am Tank, da kommen wir später darauf zurück. Ja. Ja, funktioniert. Dann sehe ich einen Schnellgasgriff von Wolle. Von Wolle, genau. Der ist, über jeden Zweifel erhaben. Dann ist halt so, dass er nicht unbedingt super schön aussieht. Man gibt es bestimmt schönere Lösungen. Das liegt aber an der Pumpe bzw. am Ölgefäß für die Bremsflüssigkeit. Ja. Der könnte flacher liegen, aber er funktioniert halt anwandfrei und geht super schnell zurück. Also das ist der kugelgelagerte Gasgriff von Wolle von S&S Scooter und Service. Ja. So, lenkkopfmäßig, hast du sonst irgendwas verbaut? Verbaut ist eigentlich nichts. Die Bedienung für den Tacho kann man vielleicht noch erwähnen. Da habe ich den ehemaligen Anlasserschalter vom PX Original genommen, weil der schlabberte eh noch rum, wenn man den Anlasser nicht mehr braucht. Und da braucht man keinen extra Schalter, dafür kann man den einfach verwenden. Ich sehe aber auch, dass du vorne einen anderen Scheinwerfer drin hast. Scheinwerfer ist, ja, vom Scooter Center, LED-Scheinwerfer. Ich finde, bei den LED-Scheinwerfern geht es mehr darum, gesehen zu werden, als dass man sieht. Wenn man mal ehrlich ist, wer fährt nachts durch die Gegend, machen die wenigstens und wichtiger ist es, gesehen zu werden. Und da macht er halt eine gute Figur, kleine schwarze Umrandung und sehr hell. Da sei noch nebenbei erwähnt, solltet ihr euch für den Scooter Center Scheinwerfer entscheiden, dann solltet ihr euer gesamtes Bordnetz auf DC umbauen, also sprich auf Gleichstrom. Das macht die ganze Sache erträglicher. Das hast du in dem Fall ja auch gemacht. Das habe ich gemacht. Genau, da kommen wir gleich noch zu. Wann, wie, wo, warum. Dann kommen wir mal in den Mittelbereich. Im Mittelbereich ist eigentlich Gepäckfach ist Standard. Dann hast du hier unten eine Gepäckbrücke drin. Gepäckbrücke und das war's. MRP, genau. Sieht ein bisschen schicker aus. Von MRP. MRP, genau. Und halt die normale Abdeckung aus Kunststoff runtergeschmissen. Die macht da keinen Sinn mehr. Warum sollte man ein Kunststoffteil unter Metallteil liegen? Das macht da keinen Sinn. Deswegen ist sie weg. Genau. Der eine oder andere wird es vielleicht schon gesehen haben mit dem entzündeten Auge. Es ist kein Benzinhahn mehr vorhanden. Warum kein Benzinhahn mehr vorhanden ist, das sagen wir euch jetzt, weil jetzt kommen wir zum Heckbereich. Und der Heckbereich ist auch sehr interessant, weil da ist eine ganze Menge drin. Ich würde sagen, wir fangen oben an und erzählen uns dann nach unten.
Sitzbank. Also Sitzbank. Ziel war es für mich, also ein kraftvoller Motor braucht eine Menge Sprit, da braucht man immer ein bisschen mehr Sprit. Deswegen hier ein Sitzbanktank von Scooter & Service, 10 Liter fast der, bis Unterkante Einfüllstutzen. Sehr bequem gepolstert und super zu fahren. Und es ist definitiv nicht so hart, wie es aussieht. Es ist wesentlich weicher als so manche standardmäßige PX-Bank. Man fährt sehr gut und sehr lange drauf, tatsächlich. Hast du den beziehen lassen von Wolle? Der ist beziehen lassen. Nee, ja, der ist über weitgehend gar die Firma. Da arbeiten die mit zusammen. Mhm. Der ist super bezogen, halt ein super Schaumstoff drin. Und dafür habe ich auch wieder diese Farbgebung aufgenommen, diese rote Kederband, um die Farbe so ein bisschen wieder zu spiegeln. Außen so ein bisschen etwas raueres Kunststoff. Schauen wir mal, ob es dabei bleibt. Ich muss mal gucken. Erstmal fährt sich gut. Tankdeckel ist ein Schnellverschlusstankdeckel von? Schnellverschlusstankdeckel von Newton. Sehr bekannte Firma, sehr edel und der macht auch Sinn, der ist hundertprozentig dicht. Hervorragend. Ja, also das war der Tank. Jetzt steigen wir zum Motor ein. So, den Motor habe ich fabriziert. Carsten wollte einen sehr stabilen Tourer. Carsten fährt viel, unfassbar viele Kilometer. Der fährt irgendwie pro Tag, wenn er Bock hat, mal eben so 100, 200 Kilometer, mal eben so aus dem Nix. Das Ruhrpott ist da auch sehr dankbar, weil da ist, sagen wir mal, die Abwechslung von City zu City bist du natürlich schnell, hast relativ schnell Kilometer gefressen. Also das Ziel war, einen potenten Tourer zu bauen, der von unten raus richtig drückt. Wir haben uns entschieden, Carsten sagte, was können wir tun? Wir hatten vorher den Polossi drin. Was hatte der Polossi an Leistung? 24 PS? Ne? Ja, genau, 21, je nach Auspuff, ja. 24 oder 21 PS mit der Box nur, aber 24 mit dem Bresa-Auspuff, genau. War schon ordentlich Pfund und kann man nicht vergleichen mit einem standardmäßigen 12 PS-Motor von der PX am Motor, wohlgemerkt. Mhm. PS am Hinterrad hat der natürlich weniger. Mhm. Also das mehr als das Doppelte an Leistung, muss man sagen. Ja. Das war ihm aber dann irgendwann nicht mehr spaßig genug. Die Entscheidung kam im Grunde gleichzeitig zu meiner Entscheidung, auf Quattrini umzubauen. Er hat gesagt, was machst du da? Da habe ich gesagt, ich baue mir auf Quattrini um. Ist das geil? Ich sage, das ist, glaube ich, richtig geil. Und er hat gesagt, okay, bau auch um. Das heißt, wir haben hier komplett neuen Motor gebaut. Dessen Komponenten sind der 244 Quattrini, die 65er Vollglocke von Kingwelle, also maximaler Hub. Wir haben hier 265 Kubik. Wir haben den 35er Mikuni, einer meiner Lieblingsvergaser. Dann MRP-Ansaugung, Tassi 4-Membran haben wir. Wir haben die King Clutch verbaut. Wir haben ein 2562er Ritzel auf der Kupplung verbaut. Wir haben eine Primär, gerade verzahnt BGM 62er und eine Benelli-Nebenwelle. Ne? Benelli-Nebenwelle, kurz 3, ultra kurz 4. Viele fragen immer, warum diese Nebenwelle? Der Carsten kann euch jetzt, glaube ich, mal sehr, sehr gut aus der eigenen Erfahrung erklären, was diese Nebenwelle und die Grundharmonie dieser Nebenwelle ausmacht. Also schön ist einfach bei dieser Nebenwelle, dass der Ganganschluss perfekt ist. Es gibt nichts Schöneres, als wenn man kurz vorm Ausdrehen des Gangs also perfekten Anschluss zum nächsten Gang hat. Und das macht einfach Spaß. Das macht unheimlich viel Spaß zu schalten. Ganz einfach. Ja, und du hast auch nicht diese quälenden 500 bis 700 Umdrehungen, um aus dem Keller in einen Bereich zu kommen, wo das Motörchen dann Kraft nicht. Hat. Braucht man nicht. Bei dem Motor ist das mit Braumer, der hat Kraft im Überfluss. Aber jeder, der einen 210er Polini, 221er Polini, 210er Malossi Sport fährt, dem lege ich diese Nebenwelle, die es jetzt auch von BGM gibt. Ich blende euch das mal unten ein, die Bestellnummer, beziehungsweise in die Infobox. Diese Nebenwelle ist ein Muss für jeden, der vernünftig bergauf, bergunter fahren will. Gibt nichts Besseres. Getriebe haben wir eine Hauptwelle von FA Italia und ein BGM-Getriebe, standardmäßig, Standard 1 bis 4. Da haben wir nichts Großes, Weltbewegendes gemacht. Was haben wir noch verbaut? Sonst haben wir nichts verbaut am Motor. Am Motor. Also die Zündung. Ja, die Zündung ist eine Warpezündung. Statisch. Lasst mich mal ein Wort zur statischen Zündung erklären. Ich habe jetzt witzigerweise diese Woche noch eine unfassbare Diskussion gehabt, warum statisch oder nicht statisch. Für mich ist ganz klar an der Stelle statisch bei diesem Motor, weil der Motor in einem Bereich standardmäßig läuft, wo du ihn gegen die thermische Überlastung absichern musst. Das heißt, der Motor dreht in der Regel nicht 8, 9, 10.000, 11.000 dauerhaft. Das ist eher bei den Smallies der Fall, aber der hier läuft im vierten Gang durch die Stadt generell irgendwo zwischen 4.000 und 7.000 Umdrehungen. Und da ist bei einer variablen Zündung genau das Problem, der hat die nämlich ihr Plateau. Das heißt, da hat die Zündung im Grunde
die höchste Gradzahl, ob das jetzt 24, 25 oder 26 Grad sind, und die baut dann nach hinten raus bei steigender Drehzahl die Gradzahl ab, sodass du bei 7000 Umdrehungen, 7,5, 8000 Umdrehungen, irgendwo dann bei 18, 15, 16, 17, je nachdem, wie du das eingestellt hast, die Zündung dann ist. Und das macht an der Stelle für diesen Motor keinen Sinn, weil das Drehzahlbereiche sind, in denen der sich überhaupt nicht aufhält. Das heißt, wenn ihr einen Motor baut, der seinen Leistungspeak irgendwo bis 7000 Umdrehungen hat, braucht ihr keine verstellbare Zündung, sondern arbeitet mit einer statischen, holt euch einen gesunden Wert, 18, 19 Grad, könnt ihr auf dem Prüfstand vielleicht noch ein bisschen rausfahren, ob es auch 20 geht, ansonsten fahrt ihr mit 18, 19 Grad immer am besten und der Motor hat auch genügend Leistung. Also da ist der Irrglaube, du musst eine variable Zündung haben, totaler Bullshit. Ich habe noch nie eine variable Zündung gefahren, weil ich Motoren bewegt habe, die das einfach nicht brauchen. So. Was haben wir noch sonst so an dem Moped? Haben wir noch irgendwas vergessen? Kompletträder von Scooter Center. Kompletträder von BGM, die Aluminium. Genau, weil auch für die hohe Geschwindigkeit entsprechende Reifen da sein müssen. Die meisten Hersteller arbeiten nur im Bereich von bis zu 130 km/h. Das kann da schon mal eng werden mit dem Ding. Deswegen. Was du unbedingt noch erzählen musst, ist, du bist mit dem öfter mal auf der Autobahn unterwegs? Ab und an mal, ja. Also auch autobahntauglich? Ja. Was hast du GPS-mäßig aus dem rausgeholt auf der Autobahn? Das waren 156. 156 GPS ja, gemessen. Kann man auch mit diesem Fahrwerk fahren, das geht, ja. Auf der A3? Nein, also auf der A52. Auf der A52, also. Das funktioniert und also dauerhaft 120, 130 überhaupt kein Problem. Aber da war es auch linke Spur, ne? Ja, gut, bleibt da nicht mehr viel, ne? Okay, also ihr seht, linke Spur, autobahntauglich, macht Spaß. Was jetzt noch folgt, ist, dass wir haben noch ein bisschen was verändert. Wir haben den Auslass, also ich habe den Auslass gefräst. Wir haben einen anderen Auspuff. Wir sind von der Polini-Box auf die Porsche Resi-Box gegangen. Und was jetzt kommt, ist, wir nehmen euch mal mit auf die Abdüsungs- und Abstimmungsfahrten. Ihr werdet also eine Menge jetzt sehen. Ihr werdet sehen verschiedene Düsen. Die Wurfbedüsung, die wir drin haben, die passt schon ganz gut. Der Carsten hat da so ein bisschen auf der Straße schon was rausgefahren, wo wir sagen können, das ist wohl, glaube ich, die richtige Richtung. Wir haben jetzt vor, mal herauszufinden, welches Vergaser-Setup das beste für diesen Motor ist. Und wir wollen natürlich auch wissen, was das Ding an Leistung wirft. Wir haben mit der Polini-Box knappe 31 PS gehabt. Ja, richtig, so. Genau. Jetzt Tipp von dir, wo siehst du, was schätzt du, was wir jetzt erreichen können? Also ich habe getippt mit dem entsprechenden Auspuff, habe ich so auf 35 PS getippt. Also 35, es wäre schön, wenn es ein bisschen mehr wäre. Ich tippe schon ein bisschen mehr als 35 PS, weil ich ja weiß, was ich am Auslass gemacht habe. Die Steuerzeiten lasse ich euch noch wissen, das ist 128, 188. Der Auslass wird nicht in die Breite gezogen, sondern nur nach oben. Und bitte den Auslass nach vorne hin komplett durchfräsen. Sonst macht es keinen Sinn, da habt ihr nur eine schöne Form reingeklöppelt, aber das müsste sich natürlich schon bis hinten hin durchtragen. So, Auslass gefräst, 128, 188 und die Porsche Resi-Box. Das sind die Veränderungen zum alten Setup. Dann würde ich sagen, dann schmeißen wir jetzt die Kamera mal aus. Bauen alles auf und dann legen wir los. Holen wir euch später dazu und würde sagen, bis gleich. So, jetzt nach dem ganzen schönen Blabla, was wir vorher hatten, werden wir das Mädchen auch mal testen. Den Motor mit der gesamten Konfiguration, den blende ich euch jetzt nochmal ein. Wir werden jetzt mal gucken, was hier an Leistung ansteht und ihr könnt gespannt sein.
So, Freunde der Nacht. Wir sind fertig mit dem Abdüsen. Wir haben die kleine Hübsche ein bisschen modifiziert. Der Auslass ist ein bisschen bearbeitet worden von mir. Wir haben von der Polini-Box auf die Resi-Box umgeschwenkt. Und das Ergebnis seht ihr jetzt da. Du kannst mal umschwenken. Und ich kann dann euch das Ergebnis auch mal einblenden. So, das ist jetzt die Kurve. Ja, ich zeig euch das mal. So, das ist jetzt die Kurve von etwa, sagen wir mal 3500 Umdrehungen bis, was habe ich denn gedreht? 10.100 Umdrehungen. Ne? Im dritten Gang gemessen mit 163 km/h. Vierte Gang. Das war der vierte Gangmessung. Und ja, das Ergebnis kann sich schon sehen lassen, glaube ich. Ne? So, dann würde ich sagen, sind wir jetzt hier fertig und kann euch aber noch mal was zeigen, nämlich das erste Quattrini-Konzept an diesem Roller mit der Polini-Box. Das ist auch mal ganz interessant. Resi-Box gegen Polini-Box mit dem gleichen Motor, mit dem gleichen Zylinder, nur den Auslass bearbeitet und die Steuerzeiten gemacht. Also die Steuerzeiten ein bisschen angehoben. Da blende ich euch jetzt mal ein. Also ihr müsst eine Sekunde warten. Ich rufe das jetzt mal auf. So, jetzt habe ich das euch angewählt oder aufgerufen. Schaut mal eben da. Ich erkläre euch da noch was zu. Also, die schwarze Kurve seht ihr wunderbar, das ist die Polini-Box. Und die rote Kurve, das ist die Porsche-Resi-Box. Und hier seht ihr ganz klar, wann die Polini-Box voll in die Wand kracht. Nämlich bei circa, was mögen das sein, knapp 6.700 Umdrehungen kracht die in die Wand und da legt die Resi-Box erst zu. Natürlich hat die untenrum mehr Bums, knappe 5 Newtonmeter mehr Bums im unteren Bereich, aber lässt dich halt komplett ab 6.700 verhungern. Und da gibt die Resi-Box hinten raus richtig Gas. Hat so einen ganz kleinen angedeuteten Reso-Buckel, hätte ich fast gesagt, oder Reso-Loch. Und lässt dich hinten raus aber schön atmen. Die Steuerzeiten sind 128, 188. Also für diese Box genau das Richtige, was man dann an Steuerzeiten da reinpopeln sollte. Also, ihr seht, wir haben 8 PS gewonnen mit Auslass anpassen, mit einem anderen Auspuff, aber eine Boxauspuff. Das Ding fährt sich unfassbar. Also das Ding fährt sich wie eine Lok. Also ich kann jedem nur empfehlen, tatsächlich, wenn ihr einen Quattrini fahrt mit Steuerzeiten, also mit etwas erhöhten Steuerzeiten, 128, 188 ist das, was so jetzt hier so drin ist. Da kann ich euch empfehlen, nehmt die Polini-Box nicht, sondern geht auf die Porsche Resi-Box. Da habt ihr richtig Bums im Kleid und hintenrum, sagen wir mal, bis so 8.500, 9.000 Touren auch noch richtig Spaß in der Box. Dann war es das für heute. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Exkurs hier ein bisschen gefallen zum Thema Vesporus, Vespart und so. Ihr habt den Roller ein bisschen besser kennengelernt jetzt. Ich habe viel gemacht an dem Roller und würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, einen wohlwollenden Kommentar und ein Abo. Und wenn er rausgeht, fallt nicht in Schnee. Tschüssikowski.